Okay, Leute, ich habe einen Melonen-Feta-Salat gemacht und der ist Erfrischung pur, also macht ihn nach. Wir brauchen eine halbe kleine Wassermelone, 200 Gramm gewürfelten Feta-Käse, als nächstes dann kleine Zwiebelringe, etwas Petersilie und Minze. Ein Esslöffel Olivenöl. Und zum Schluss würzen wir das noch mit Salz und Pfeffer. Das Ganze rühren wir dann ganz vorsichtig um und stellen das dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Viel Spaß beim Nachmachen.